ersten Platz. Ramelow, Herr Ramelow. Mal eine kurze Frage, Herr Renno, sind deine Kumpels alle da? Ja? Stehen die alle bei dir? Dann bitte ich mal die anderen Jungs von der Lebszene, auch die im Bierwagen sind, auch bitte alle hinten an den Havanna-Stand zu gehen. Ich habe heute Morgen noch eine E-Mail gekriegt von einem Herrn Buchhorn. Warte mal, die Wetterdurchsage. Reinhard Buchhorn hat heute Morgen noch geschrieben, als erster Bürger dieser Stadt, als erster Bürger der Stadt Leverkusen, unser Bürgermeister Reinhard Buchhorn, Grüße an die Lebszene 86. Leider kann ich nicht heute bei eurer Party anwesend sein. Bitte auf diesem Wege durch Herrn Thomas Fritz in meinem Namen ein gutes Gelingen. Viel Spaß an die älteren Herren und viel Spaß bei der gesamten Party. Herzlichst euer Oberbürgermeister Reinhard Buchhorn. Finde ich eine tolle Sache. Applaus. Ich höre mich selbst. Sehr schön, sehr schön. Ich stelle mich mal direkt hier hinter den Herrn Renno. Da stehe ich wahrscheinlich richtig. Zunächst einmal, liebe Fußballfreunde, liebe Bayern 04-Freunde, liebe Kameraden, zunächst einmal möchte ich es nicht versäumen, mich im Namen der Lebszene bei allen hier anwesend für euer Erscheinen zu bedanken. Natürlich auch ein Gruß von hier an die Vertreter der lokalen Presse, an den KS-Verlag anwesend, Presse, Funk und Fernsehen, Übertragungswagen aus Mainz habe ich eben gesehen, RTL war dabei, lach nicht Sascha, das ist so. So. Bevor wir ans Eingemachte gehen, ein ganz besonderer Dank geht an dieser Stelle, auch wenn es jetzt regnet, bitte nicht reinlaufen oder weglaufen, ein ganz besonderer Dank geht an dieser Stelle an Kamerad Marco Giese, der mit hundertprozentigem Einsatz an der Planung und Organisation maßgeblich beteiligt war und gemeinsam mit allen anderen Kameraden der Lebszene 86 die heute stattfindende Veranstaltung hier auf die Beine gestellt hat. Applaus! Ich weiß jetzt nicht, ob der ein oder andere noch mit da ist. Marco steht eben, jetzt fängt es an zu regnen, aber das ist mir letztendlich alles egal. So, weiter geht's mit Martin Kowatzki, Frank Tigges, André Timpel, Stefan Effner, Andreas Ecki Eckert, Roger Landwehr, das gesamte Team von Textilbahn an der Spitze Dennis und Patrick Moschall, dem lieben Stefan, von unseren Brüdern, den Steppenwölfen MC und Ruven. Natürlich nicht zu vergessen, hier neben mir Friedhelm Renno, Roman Klossek, Michael Kenschke, Michel Bandurski und last but not least, auch hier anwesend, unsere Torwartlegende, die Katze, Rüdiger Vollborn. Da muss ich immer an die Arme denken von damals. Alle, die hatte heute. Alle diese Personen haben uns tatkräftig dabei unterstützt, um im Vorfeld bereits verschollene Trikots, Eintrittskarten aus längst vergangenen Tagen und Kontakte zu ehemaligen Spielern, wie man hier sieht, aufzubauen, um uns für unser Fest zu gewinnen. Es geht genau um diese ehemaligen Spieler von Bayern 04 Leverkusen, die wir gerne in diesem Rahmen ehren möchten. Ich muss immer zwischendurch ein bisschen blättern. So ein bisschen was zur Geschichte müssen wir auch machen, damit wir den Kulturblock hier haben. Natürlich wissen wir alle, gibt es Bayern 04 seit 1904. Aber markante Daten in der Vereinsgeschichte lassen mich trotzdem
an dieser Stelle einmal die Uhr ein wenig zurückdrehen und wir starten mit einem kurzen Rückblick. Saison, das ist mein Handy, also nicht nervös werden. Saison 1975-76 in der zweiten Bundesliga. Abgeschlossen mit Platz 15, Bayer 04, Leverkusen. 1976-77, abgeschlossen, Platz Nummer 10. 1977-1978, Platz Nummer 8. Und hier, meine lieben Freunde, erkennt der Fußballexperte und Fernsehbierglas Fußball-Bierbauch-Akrobat bereits schnell nach dem 30. damals Ganserkölsch, dass es kontinuierlich mit unserem Bayern nach oben ging, um am Ende der Saison 1979 mit Pauken und Trompeten noch im ehrwürdigen alten Stadion am Stadtpark in die erste Klasse der Fußball-Bundesliga als erster der zweiten Liga platziert, diese verlässt und den sicheren Aufstieg in die Erstklassigkeit feiert. Applaus! Es liegt natürlich von der einen oder anderen Seite immer noch so ein Tipp. Also es war dann nicht mehr Stadtpark, es war dann schon das Ulrich-Haverland-Stadion. Erinnere ich mich doch gerne an diese Werbung von damals, die Profis mit Herz, ne? Der Löwe im Hintergrund. Okay, danke für die Info. Wir messen Tradition nicht an Erfolgen, wie eventuell manch anderer Verein in der Bundesliga, sondern am Faktor Zusammenhalt, Treue zum Verein und Respekt zueinander und zu euch, zu den Fans. Als die ersten Gedanken bei uns aufkamen, diese Veranstaltung ins Leben zu rufen, hatten wir bereits nach kürzester Zeit unzählige Leute aus euren Reihen, die uns fast zugeschüttet haben mit Ideen und gesammelten Werken aus eigenem Fundus. Denn wir sind alle der Meinung, die Tradition besteht eigentlich nur alleine durch uns, durch euch, denn ihr seid es, diejenigen, die jeden Spieltag durch die Landen ziehen oder im heimischen Stadion unsere Elf als 12. Mann vertreten. Und natürlich, wie bei der Hochzeit, in guten wie in schlechten Zeiten. Um dem Ganzen natürlich für heute hier noch einmal die Krone aufzusetzen, beziehungsweise diejenigen, 1, 2, Strom! So, jetzt hat man mir den Saft abgedreht, nein, da bin ich wieder. Um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, beziehungsweise denjenigen, wo ich mich wieder rumdrehe, Verantwortlichen, Legenden, den nötigen Respekt zu erweisen, ist hier heute die Legendenparty entstanden. Denn waren es doch Jungs wie damals Freddy Butz, Theo Kirchberg, kann leider heute aus gesundheitlichen Gründen nicht hier sein, Friedhelm Renno ist da, Harry Gniesch habe ich gesehen, ist auch da, Thomas Hörster, Richard Jopp und nicht zuletzt wieder einmal die Torwartkatze Rüdiger Vollborn. Bevor ich jetzt hier alle aufzähle, Dunkuncha, Mina Sansidis, alles die alten Leute von damals, genau. Würde das den ganzen Rahmen sprengen. Waren es dann trotzdem diese Jungs, die auch uns von der Lebszene auf den richtigen Weg gebracht haben? Richtiger Weg? Naja. Es hat auch ein manchmal das ein oder andere Techtelmechtel gegeben. Aber nur weil wir für unseren Verein uns gerade gemacht haben. Und wie man sieht, sind aus allen Jungs von der Lebszene, allen anderen Vereinen, allen anderen Clubs von Bayer, die mittlerweile auch älteren Datums sind, der Lebszene und allen anderen, tolle Jungs geworden. Erfolge und das, was jeder einzelne von euch, haben wir mit Bayer zusammen gefeiert. Denkt mal an Berlin 93, aber auch selbstredend alle anderen Teilnahmen im DFB-Pokal und alle Spiele, die uns bis nach oben in die Champions League und in den UEFA Cup gebracht haben.
Das waren auch Erfolge. 2002 sogar als Finalist und unzählige Male als gefeierter Vizetusener vom Platz gegangen. Aber ich weiß ja nicht, wie es bei euch geht, bei diesen Gedanken. Aber ich vermute, in diesem Moment genauso wie mir. Denn ich bin stolz, ein Vizekusener zu sein. Obwohl, vielleicht etwas Persönliches, aber obwohl einmal den Blau-Weißen aus dem Süden den Hintern versohlen und gewissen Herren ein paar Würstchen, aber lassen wir das. Man hat sich geärgert, man hat geflucht, das können die Herren hinter mir bezeugen, als eigentliche Spieler von damals. Die Jahre zogen dahin, wir haben aber trotz Fluchen und Ärgern immer wieder den Weg ins Stadion angestrebt. Bei euch leider nicht, aber damals, und wir würden es auch für euch tun, um diese Elf zu unterstützen. Und hier, liebe Freunde, liebe Bayern 04-Fans, liebe Legenden, und hier beginnt es verdächtig an zu knistern. Denn hier kommt wieder der Gedanke, die Legenden zu feiern. Theo Kirchberg als Beispiel hat 1949 für Bayern 04 Leverkusen auf dem Grün gespielt und geht es heute im gesetzten Alter von über 90 Jahren immer noch ins Stadion, um die Profis mit Herz von damals und heute anzufeiern. Andere ehemalige Spieler vom Kader 63 treffen sich dieses Jahr zum 50. Jubiläum und reisen teilweise aus der ganzen Welt an, um bei diesem Treffen dabei zu sein. Das nenne ich Tradition und das nenne ich Verbundenheit zum Verein. Natürlich sind die Geschäfte anders geworden. Und in diesem Moment möchte ich ganz kurz auch den Namen Rainer Kallmund in den Mund nehmen. Und ich denke mir, ich brauche da gar nichts weiter zu reden. Das war einer von den maßgeblichen Leuten vom Bayer. Und ich würde sagen, einfach mal von hier aus, egal wo er gerade am Essen ist, Applaus für Rainer Kallmund. Wie gesagt, die Geschäfte sind anders geworden. Natürlich geht es vieles nur noch leider um Bares. Aber genau deshalb komme ich wieder zurück und sind wir hier. Genau deshalb sind wir hier. Um diese Tradition, für uns die Tradition, fortzuführen und unseren Legenden den gebührenden Respekt rüberzubringen. Um weiterhin gemeinsam unsere Elf von heute, von morgen und von übermorgen zu unterstützen. Und Heino, du hast gedacht, du kommst heute davon. Und nun zu meinen Kameraden, muss man an dieser Stelle auch mal sagen, viel Mühe und Kleinstarbeit, Fingerspitzengefühl und eine Prise Kreativität steckt in jedem von uns Jungs. Aus diesem Grund hat der Sedat genäht, der Giese hat gestrickt, der Poppy hat gemalt, der Müller hat gerahmt, der Roland hat gesoffen, der Christian hat nachgedacht, der Kehler hat gepopelt, der Thomas hat Mund geklöppelt, der Marc hat tätowiert, der Ökas hat das Fleisch besorgt, der Roy hat organisiert, der Polin hat gehäkelt, der Heino hat verhandelt, der Volker hat geweint und gesungen, der Ingo hat auf der Leiter gestanden, der Weiti hat gesoffen. Der Weiti war kurz weg. Der Sascha hat verkabelt. Der Jens hat gepredigt, der Fengler hat das Essen probiert, der Mi hat einen guten Eindruck hinterlassen, der Schäfer hat gelacht, der René hat auf dem Kamm geblasen und der Maiska hat ihn festgehalten. Lecker. Und mit diesem Arbeitseifer und nicht nachlassendem Einsatz unter Blut und Schweiß, und das ist jetzt Tatsache, ist Deutschlands größte
von einem Verein bestehende Trikotsammlung im Inneren unseres Clubhauses entstanden. Hier hängen 100 Trikots, eingebunden und gerahmt mit Leibchen und Jäckchen, aus 50 Jahren, also 5 Jahrzehnten, und schmücken unsere Wände. Das ist Tradition und die Verbundenheit zu unseren Legenden. Gestern, genau wie heute und für morgen. Jawohl! Wir hoffen natürlich mit unserem Einsatz viele weitere Menschen zu begeistern. Ob jung oder alt, groß oder klein, dick oder dünn, nervig oder anstrengend. Wir alle zusammen leben unsere Bayer-Tradition. Jeder auf seine Art und Weise, dennoch alle zusammen. Ich freue mich, und das muss ich nochmal ganz an dieser Stelle betonen, dass ihr alle hier erschienen seid. Schwarze Wölfe, MC Steppenwölfe, alle anderen Fanclubs, unsere Legenden. Wer war das? Ja genau, Prost, ihr auch. Genau. Also hätte ich jetzt die Wahl zwischen einer Reise nach Haiti und euch, würde ich schon vermissen. Aber mal ohne Quatsch, ich finde das ganz toll, dass ihr dem nachgekommen seid. Ich möchte mich bei euch, bei den Älteren, bei unseren Legenden, wie sie alle hier stehen, wie sie alle gekommen sind, recht herzlich bedanken. Mikro ist wieder da. Hätte ich jetzt einen Hut, dann würde ich ihn ziehen. In diesem Sinne wünsche ich unseren Legenden und allen hier anwesenden Freunden eine tolle Party. Lasst euch niemals unterkriegen. Geht euren Weg ohne Eile und Hast. Und wenn es mal eng wird, mach eine Faust in der Tasche. Halte die Nase im Wind, die Ohren auf Sturm. Stehe immer zu deinen Idealen und denke immer daran. You never walk alone. Danke. So, vielleicht noch eine Minute. Du spielst in der Zeit nochmal alle hier. Ich mache das jetzt hier vertreten für alle anderen Kollegen vom Friedhelm Renno. Wir möchten euch natürlich auch mit so einer Urkunde hier behaften. Ihr könnt euch im Keller hängen oder auf Klo, aber Hauptsache sie hängt. Da steht drauf Legendenurkunde. Auch wenn man aus dem früheren Mittelpunkt des Fußballgeschehens herausgerückt ist und der nächsten Generation Platz gemacht hat, ist ruhiger um einen wurde, werden wir niemals vergessen, was ihr geleistet und was ihr hinterlassen habt. Ihr wart die Helden unserer Jugend und wurdet durch Treue, Loyalität, Identifikation zu Legenden der Vereinsgeschichte. Jeder einzelne von euch hat den Fußball in Leverkusen geprägt. Das vergessen wir euch nie, denn bei uns gibt es nur ein Gebot. Helden leben lange, Legenden sterben nie. Für euch. Bayer Stadion, in der Süd, Tod, von mir.
am richtigen Stund im Abendlandstadion. Wir sind dabei, ja, wir sind am Plan. Sind wir Fans und das Lied kommt alle dran. Wir sind dabei, ja, meine älteren Kollegen haben eben mich außer Korn noch ein paar Worte zu sagen, damit die Worte auf dem Stehgreif nicht besser gelegen als die Worte, die ich mir aufschreibe. Heute noch? Okay. Schritt nach vorne soll es gehen. Bin ich jetzt noch stehen? Ja! Gut, alles klar. Ja, vielen Dank für diesen schönen Nachmittag. Der Abend gehört euch. Ich denke nicht, dass ich den Abend allzu lange hier verbringen werde. Da kann ich nicht mithalten. Ich finde das als Marco letztes Jahr da kam zu mir mit dieser Idee, fand ich es riesig, weil ich finde, wir sollten viel mehr in Richtung Tradition, Legenden, nicht gerade Legenden, aber in Tradition im Verein gehen. Wir haben uns nicht zu verstecken, wir haben einiges vorzuweisen und im Grunde genommen möchte ich irgendwann mal diese Schale haben. Wenn ich dann irgendwann in Leverkusen auf dem Friedhof liege, dann habe ich hoffentlich diese Schale mal in der Hand gehabt. Das ist mein Ziel noch bis zum Ende meines Arbeitens hier. Und wenn ihr uns dabei helft, dann haben wir vielleicht irgendwann mal diese Chance. Dann können wir alle uns in den Arm legen und dicke, dicke heulen. Und dann haben wir noch einen Haufen Legenden, die damals für uns den Titel geholt haben. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Danke für die schöne Urkunde. Und man sieht sich. Wir sehen uns auf jeden Fall im Stadion. Die älteren Kollegen sind also auch immer da, aber vielleicht nehme ich den einen oder anderen mal mit in eine Kurve. Kann er mal stehen. Hey! Guter Abschluss. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin. Ciao. So, vielen Dank an Rüdiger Vollborn. Ganz kurz noch als Nachschlag, bevor uns die Jungs von den Steppenwölfen hier mit ohrenbetäubendem Lärm verlassen. Ich habe einen Menschen noch vergessen, Manni Vetter. Nimmst du mir wahrscheinlich nicht übel, hoffe ich. Und einen Menschen habe ich eben gesehen, ist eine Hubschraube eingeflogen worden, Herr Günther Hamann. Seines Zeichens 511 und damit Rekordspieler mit 511 Bundesligaspielen. Auch heute anwesend, Günther Hamann.